Colin, komm her. Weihnachtspreisverleihung. Ich will endlich mal meinen Preis haben. Komm her. Boah, nee, ey, muss das jetzt? Wie, na, ist doch wieder dieses Jahr dran. Ja, das muss sein. Es ist jedes Jahr so Tradition hier auf diesem Kanal. Und ich will auch endlich mal was gewinnen. Komm jetzt, komm her. Komm, komm her. Komm Ja, hier. so. Setz dich da Was jetzt soll hin ich jetzt hier? und du machst es Ich da. hab keinen Bock darauf. Junge, komm, ich hab keinen Bock darauf. Ja, komm, du Ja, machst okay, das. wenn's sein muss. Komm. Moin Leute und herzlich willkommen zur Weihnachtspreisverleihung. Wie jedes Jahr mal wieder aus einem anderen Setting. Ja, in diesem Wohnzimmer hier habe ich noch nie die Weihnachtspreisverleihung gedreht. Jetzt schon. Schreibt mir doch gerne Ideen fürs nächste Jahr rein, wo ich das nächste Jahr drehen kann. Ja, was war denn dieses Jahr los? Also ich kann ja mal so ein bisschen erzählen. Wir hatten ja immer noch so Corona und so. Also das ging auch nicht weg. Mittlerweile gibt es Impfungen, was es letztes Jahr noch nicht gab, beziehungsweise noch nicht für die breite Masse. Jetzt gibt es Impfungen für die breite Masse. Ja, gibt dann halt auch wieder so ein paar Leute, die da auch wieder gesagt haben, oh, man weiß ja nicht, was in der Impfung drin ist, vielleicht bringt es mich ja um. Aber es hat sich auch ein großer Teil impfen lassen. Und ja, mal sehen, wie es nächstes Jahr weitergeht. Wir sind hoffentlich alle mittlerweile so schlau geworden und sagen nicht mehr, nächstes Jahr wird besser. Denn wir wissen, es wird nicht besser. Ja, was ist sonst noch so passiert? Also bei mir, das seht ihr dann nachher auch bei den Videos, ich habe halt meine Prüfungen geschrieben für meinen Abschluss bei einer Oberschule, bei der Ludwig-Wirthöft-Oberschule in Wildau. Und jetzt bin ich ein wenig nicht mehr auf der Ludwig-Wirthöft. Weg von denen, Alter. Ja, Mann. Nein, Spaß. Ich bin mittlerweile, bin ich jetzt Azubi bei KWTV und mache da das, was ich eigentlich hier so mache, als Beruf. Ja, also als Ausbildung. Ich mache eine Ausbildung zum Mediengestalter Bild und Ton. Ja, jedenfalls, ihr könnt ja mal gerne reinschreiben in die Kommentare, wie war denn für euch überhaupt das Jahr? Fandet ihr dieses Jahr aber besser als 2020 oder fandet ihr, nee, das irgendwie wird es nicht mehr besser? Corona soll langsamer sagen, ciao, ciao, und dann wird es erst wieder besser. Ja, ich fange mal an mit meinem Jahresrückblick und der startet wieder beim Video, also wie immer, bei der Preisverleihung von 2020. Die Preisverleihung 2020 hat stolze 132 Aufrufe. Null Kommentare, warum auch immer, habe ich euch da nicht sogar eine Frage gestellt, die ihr mal bitte kommentieren sollt. Schönen Dank auch, ne? Um 4 mag ich Bewertungen und eine mag ich nicht Bewertung. Wer hier auf mag ich nicht geklickt hat? Machen wir weiter mit dem ersten Video, was ich dieses Jahr hochgeladen hatte. Das war Ludwig-Wirthöft-Oberschule Wildau Vorstellung. Ja, dieses Video entstand, weil es ja durch Corona keinen Tag der offenen Tür geben konnte. Und deswegen haben wir da halt als Schule so einen digitalen Tag der offenen Tür gemacht. Und da haben halt Lehrer und Schüler einmal die Schule vorgestellt, wie sie die Schule finden. Und ja, genau. Dieses Video hat stolze 843 Aufrufe, 4 Kommentare, 26 mag ich Bewertungen. Gucke ich mir mal die Kommentare an. Hintergrundrauschen extrem störend. Ja, da war ein Hintergrundrauschen. Ich weiß nicht warum. Ich war zu dem Zeitpunkt aber auch noch nicht so der Profi, was sowas angeht. Also mittlerweile könnte ich mehr oder weniger sagen, warum vielleicht. Ich habe nämlich das Ganze, was von Ton kam und so, ging ja in meine Kamera zum Aufnehmen. Und da habe ich eine Funkstrecke ran gemacht, damit das per Funk zur Kamera geht. Und diese Funkstrecke hat natürlich auch einen Akku und dieses Mischpult hat auch Strom. Und das sind zwei verschiedene Stromkreise. Heißt also, ich hätte eine DI-Box zwischenhängen müssen.
Ich besitze nur keine, weil Collywood ist arm. Nächster Kommentar. Tolles Video. Dankeschön. Nächster Kommentar. Coole Sache. Dankeschön. Also irgendwie. Nächster Kommentar. Sehr gutes Video. Da kommen alte Feelings hoch. Diese Person war anscheinend auch auf der Schule. Genau, dann kommen wir mal zum nächsten Video. Das ist Collywood News Spezial. Wie geht es weiter mit 100 Stimmen? Ja, in diesem Video habe ich mich mit Frau Ulberg zu einem digitalen, zu einem digitalen Interview getroffen. Im Hintergrund hier, also da hinter der Kamera ist der Fernseher, mit dem ich das gemacht habe. Ich fand diese Sache, wie ich das gemacht habe, eigentlich ganz geil. Also können wir gerne mal in Zukunft öfter machen, sowas. Ich brauche nur irgendwelche Interviewgäste. Und dieses Video hat 113 Aufrufe, 2 Kommentare und 8 mag ich Bewertungen und 0 mag ich nicht Bewertungen. Chillig. Kommentar Nummer 1. Rüdiger Albert. Ich drücke die Daumen, dass die Premiere bis Ende Mai stattfinden kann und werde mich in der Intendanz des Staatstheaters mit dafür einsetzen. Also ich kann jetzt nichts dazu sagen. Ich kenne diese Person nicht. Ich weiß nicht, ob sie am Staatstheater arbeitet, aber bis Ende des Jahres, bis Ende Mai und bis Ende des Jahres fand das Projekt nicht statt. Traurig. Tino Hoffmann, oh, das ist ja sogar mein Vater. Wäre ich doch nur in Italien geblieben. Also mein Vater will wirklich jetzt in Italien bleiben, nur weil es da Pornhub Premium gibt. Bitte dein Statement zu dieser Geschichte mit meinem Vater. Du Herzensbrecher. Danke dafür. Gehen wir weiter zum nächsten Video. Gut. Guck mal, das ist ein Bewerbungsvideo von mir hier inzwischen. Das nächste Video ist Colin Koch Nummer 3, Tintenfisch-Ragout. Ich habe da Tintenfisch-Ragout zusammen mit meinem Vater gekocht. Es ist ein Rezept von meinem Vater gewesen. Ich wusste nicht, worauf ich mich da einlasse. Und sowas ist eigentlich für mich halt auch spannend, weil ich das nicht weiß, was ich tun muss. Also könnt ihr doch gerne mal Rezepte kommentieren. Bei so Rezepten, die ich jetzt so gemacht habe, Lasagne oder so, da weiß ich ja wenigstens so halb, was ich tun muss. Aber bei sowas halt nicht wirklich, weil es ist ein ganz neues Rezept für mich gewesen. Dieses Video hat 314 Aufrufe, 5 mag ich Bewertungen, 0 mag ich nicht Bewertungen und 2 Kommentare. Dann schauen wir uns doch mal die Kommentare an. Linus Mentel. Absoluter King, mach weiter so. Es sieht super lecker aus. Da bekommt man direkt Appetit. Bist einer der besten YouTuber auf dieser Plattform. Du hast viel mehr Aufmerksamkeit verdient. Vielen Dank. Von Noah. Mega, probiere ich morgen Mittag schon aus. Perfekt, nur positive Kommentare unter diesem Video. Ja, meine Funkstrecke blinkt. Ja, ich muss den Akku tauschen. Das nächste Video ist 100 Stimmen, ein musikalisches Kaufhaus-Spektakel Nummer 19. Das Best-of. Ja, wie schon gesagt in diesem Video, das ist halt einfach ein Best-of von dem Projekt. Und da sind die witzigsten und lustigsten Szenen drin, die so in diesem Projekt passiert sind. Das Video hat 168 Aufrufe. 0 Kommentare, warum habe ich die Kommentarseite dann davon geöffnet? Chillig. Und 9 mag ich Bewertungen, das sind 81,8% positive Bewertungen. Dann kommen wir zum nächsten Video. Oh, da gibt es wieder Kommentare. Colin backt Nummer 12 Zitronencreme-Torte. Diese Torte habe ich mit Ann zusammen zum Geburtstag von meinem Vater gemacht. Und habe das Ganze mitgefilmt, damit ihr seht, wie man sowas macht. Das Ganze hat 122 Aufrufe. Ich habe einen Fehler im Thumbnail drinne. Da fehlt die Nummer. 4 mag ich Bewertungen. Das sind 66,7. Und es gibt 4 Kommentare unter diesem Video.
Kommentar Nummer 1 von meinem Vater. Danke, für den war dieser Kuchen auch. Tolles Rezept, tolle Umsetzung, lecker. Danke für deinen Beitrag. Von Jeremy Pommes. Haha, meine Audio. Ja, das ist dieser Typ, der das Ganze kommentiert hat. Wer braucht bitte 5 Minuten für eine Zigarette? Dann wieder von Tino Hoffmann. Ist das wieder der Russe aus dem letzten Video, aus den letzten Videos, bei den Audio-Snippets am Anfang? Ich habe kommentiert, nein, war es nicht. Denn es war halt derjenige, der da kommentiert hat, haha, meine Audio. Man könnte aus dem Namen rauslesen, wie er heißt. So, danach gab es ein Video nicht von mir, sondern von meinem Vater. Und deswegen ist es vollkommen unterperformt. Es hat nämlich nur 32 Aufrufe, im Gegensatz zu den 100 Aufrufen immer davor. Das ist die Prüfungsvertretung Nummer 1. Weil zu der Zeit habe ich Prüfungen geschrieben und ich brauchte halt jemanden. Ich kann mich nicht darum kümmern, Prüfungen lernen, Videos machen, ist ein bisschen schwierig. Ja, jedenfalls kann ich schon mal so sagen, die Prüfungen habe ich eigentlich ganz gut gemacht. Ja, dieses Video von meinem Vater hat 32 Aufrufe, 0 Kommentare, 2 Mag-ich-Bewertungen, das sind 100%. Ich weiß genau, von wem diese Mag-ich-Bewertungen kamen. Dann kommen wir schon zum nächsten Video. Und das ist wieder eine Prüfungsvertretung und deswegen wieder vollkommen unterperformt. Tafelspitz Prüfungsvertretung von meinem Vater. Da ging es um Tafelspitz. Und das ganze Video hat, ach so übrigens, falls ihr euch wundert bei diesem Thumbnail, er hat das auf Instagram-Größe gemacht, also quadratisch. Und ich habe das dann, wir haben das dann da reingeladen als Thumbnail und es wurde breit gezogen und deswegen sieht es so scheiße aus. Ich habe das Thumbnail nicht gemacht. Tut mir leid. Ich nehme nämlich immer irgendwelche Screenshots aus dem Video. Ja, dieses Video hat 25 Aufrufe, 0 Kommentare und 0 Bewertungen. Mensch, mein Vater hat es nicht mal selber geliked. So beschissen war das Video. Kommen wir direkt zum nächsten Video. Das Wettrennen, Prüfungsvertretung. Das habe ich sogar gefilmt, nur mein Vater hat es geschnitten. Ja, da haben wir halt einfach ein Wettrennen mit angemacht, wer schneller ist, sie mit dem Fahrrad oder wir auf dem Motorrad. Sie meinte natürlich, sie wäre mit dem Fahrrad vom Bahnhof Ostkreuz schneller zu meinen Großeltern als wir mit dem Motorrad. Und die Antwort ist, nein. Na gut, sie hat uns am Ende auf den letzten 2 Metern überholt. Das war eine Leistung. Jedenfalls, das Video hat 70 Aufrufe, 0 Kommentare, 2 Mag-ich-Bewertungen, das sind 66,7%, also sind das eine Mag-ich-Nicht-Bewertung. Wer auch immer das gedisliked hat, was habe ich dir getan? Ans Haare färben. Ab zum nächsten Video, das ist ans Haare färben. Ja, wir haben mit Covid-Lea ans Haare gefärbt und dieses Video hat 249 Aufrufe. Hey, das ist voll gut performt. Ich meine, war ja auch keine Prüfungsvertretung mehr. Und hat 5 Mag-ich-Bewertungen, das sind 71,4%. Hat auch 4 Kommentare. Die Kommentare sind von Euri. Bruder, muss ich das Video verstehen? Bruder, nein, musst du nicht. Der nächste Kommentar ist von Lukas Dreisbach. Welche Handschuhe sind das? Und dazu habe ich kommentiert, klassische Einmal-Gummihandschuhe gibt es in jeder Drogerie und Erotikshop. Ja, da kenne ich mich aus. Mit der Drogerie natürlich. Also was habt ihr denn jetzt gedacht? @Collywood. Okay, danke. Ich kann das nicht so auf der Hand balancieren. Für diese tolle Haarfärbung gewinnt Covid-Lea den bronzefarbenen Tannzapfen.
So, das nächste Video ist Colin kocht Nummer 4 saure Eier. Habe ich nicht schon... Achso, das war ein Colin Beck, glaube ich. Colin kocht Nummer 4 saure Eier. Und zwar habe ich da saure Eier gekocht. Wow. Aber ich muss dazu sagen, dieses Video, was ich da aufgenommen habe, ist schon ein Jahr alt. Ich habe das, als ich letztes Jahr den Steinweg bei meinen Großeltern gebaut habe, habe ich da die ganzen Sachen gekocht, die aus dieser Küche hochgeladen wurden. Das Video hat 82 Aufrufe, 5 Kommentare, 2 mag ich Bewertungen, 1 mag ich nicht Bewertungen. Gucken wir uns doch gleich mal die Kommentare an. Kommentar Nummer 1. Rainer Erb, gut. Ich bin Epileptiker und liege jetzt im Krankenhaus. Ich wusste nicht, dass ich mir eine Disco anschaue, statt leckere saure Eier. Danke Ihnen. Ich lese immer Danke. Dank Ihnen habe ich einen Anfall bekommen und muss aufgrund nicht vorhandener Versicherung nun 3000 Euro zahlen. Ganz kurz, wer so behindert ist und Epileptiker ist, warum hat er dann keine Versicherung? Also bitte alle an alle Epileptiker, die meine Videos schauen, bitte schließt eine Versicherung ab, falls ihr mir mit Schadensersatz kommt. Weiter im Text. Vielen Dank für Ihren kleinen Disclaimer. Aber Ihre Eier sehen lecker aus. Für Ihre Eier gibt's einen Daumen nach oben. Für das Video ohne Disclaimer einen nach unten. Was habe ich jetzt bekommen? Habe ich jetzt einen Daumen nach oben oder einen Daumen nach unten bekommen? Ich weiß es nicht, weil es gibt ja beides. Also, oder habe ich einfach gar keinen bekommen? Du kannst nicht beides anklicken oder wenn du... Ja. Ich habe geantwortet, beim nächsten Mal warne ich sie extra vor. Dann hat Rainer Erbgut wieder geantwortet, dies würde ich freudig begrüßen. Ja, so ein edler... Ja, von... Sport-Toto-Erster. Verpiss dich. Ich kenne den Typen. Und von Sophie Moin. Danach gab es Colin kocht Nummer 5 Nudeln mit Tomatensauce und mit Disclaimer. Dieses Video hat 65 Aufrufe, 9 Kommentare. What the fuck, wer schreibt mir denn so viele Kommentare? Interaktion auf diesem Kanal, beste. Und hat 3 mag ich Bewertungen und 1 mag ich nicht Bewertung. Ich hasse diese Person, die immer mag ich nicht anklickt. So ein Hurensohn. Rainer Zufall. Super Name. Einleitung zu ungenau. Habe die Nudeln ohne Kaffee gemacht und habe aus Versehen eine Atomrakete gebaut. Für Ihren Disclaimer gibt's Daumen nach oben, für Atombombe gibt's Dislike. Ich wurde jetzt von Polizei inhaftiert und bekomme Todesstrafe. Zum Glück wissen Sie nicht, wie man sie entschärft. Diese Lappen. Tja. Warte mal, wo wohnst du? Kriege ich die Atombombe auch noch ab? Jedenfalls, ich habe darauf geantwortet, immer das rote Kabel. Ich würde auch immer das rote Kabel ziehen, ist immer irgendwie Plus oder so, passt schon, wenn man das zieht. Dann hat er geantwortet, gibt's nicht, da ist irgendwie kabellose Verbindung geworden. Ah ja, kabellose Verbindung, chillig. Ich übertrage Strom auch immer kabellos. Dann würde ich einfach den WLAN-Router neu starten. Ich weiß nicht wie, machen Sie bitte ein Tutorial-Video dazu. So viel Zeit habe ich nicht mehr. Naja, ich habe noch geantwortet, Stecker ziehen und wieder reinstecken. Rainer Zufall schreibt, die Zeit reicht dafür nicht mehr. Ja, und Jeremy Pommes hat geschrieben, Lappen. Ich so, willst du dich boxen? Nächstes Video, Collywood News Spezial. Wollt ihr mehr von Collywood News, dann schreibt es in die Kommentare. Ich schon, weil es einfach zu produzieren und ich habe keine eigene Nachrichtensendung, nicht mal auf KWTV. Ah, gib mir eine eigene Nachrichtensendung. 100 Stimmen und Lockerungen. Perfekt. Vorgelesen.
In diesem Video ging es halt darum, dass es wieder Lockerungen gab und was mit 100 Stimmen passiert. Und ja, das Video hat 43 Aufrufe. Das ist sehr traurig, wenn das Projekt 100 Stimmen heißt und wir das mit 100 Leuten machen. Danke dafür. Ich liebe diese Community. Das Video hat eine Mag-ich-Bewertung, 33,3% positiv. Also zwei Mag-ich-nicht-Bewertungen, 0 Kommentare. Danach gab es, oha, hier, da kam zwischendurch eine Premiere von unserem Film. Die hat mir wieder eine Beschwerde wegen Urheberrechtsverletzung und so gegeben. Ja, schönen Dank auch dafür. Dies war halt einfach nur eine Premiere. Dieser Film ist noch nicht online, also ich könnte den jederzeit online schalten. Jeder von unserem Projekt hat den Film auch schon gesehen, weil die haben so einen USB-Stick bekommen. Der ist sogar so raufgedruckt, ein Mensch Stimme, ein musikalisches Kaufhaus-Spektakel. Und auf der anderen Seite so Dankeschön. Ja, und wir haben das halt zusammen angeguckt als Premiere. Aber das nächste richtige Video, was sogar noch online ist, ist die Dokumentation von mir über das Projekt. Also ich habe das Ganze nochmal in einer etwas längeren Doku zusammengefasst, wie das so abgelaufen ist. Und jedenfalls, meine Doku dazu hat 50 Aufrufe und 5 Mag-ich-Bewertungen und 0 Mag-ich-nicht-Bewertungen, 0 Kommentare. Vielen Dank dafür. Danach habe ich aus dem Film von 100 Stimmen ein Musikvideo rausgeschnitten, also das Lied rausgeschnitten und dann Musikvideo dazu gedreht mit Lisanne. Sie hat das Ganze nämlich gesungen. Sie hat Sorry von Halsey gesungen und wir haben das als Musikvideo nochmal verfilmt. Das Ganze hat 113 Aufrufe und 12 Kommentare, 10 Mag-ich-Bewertungen. Das sind 71,4% positiv. Kommentar Nummer 1. Super schön, bitte unbedingt weitermachen. Freue mich auf mehr Videos. Danke. Lisanne hat geantwortet, vielen Dank. Nächster Kommentar, mega Video. Wieder ein Kommentar von Andreas. Und die Hater einfach ignorieren, die können nicht anders. Und da geht es um diese Kommentarreihe, die da drunter ist. Von Safe Pine, wie auch immer das ausgesprochen wird. Leider kaum Töne getroffen und es war schrecklich anzuhören. Vielleicht ist es beim nächsten Mal ja besser, aber das verschlechtert mein Lieblingslied nur. Richtiger Wichser. Lisanne hat dann geantwortet, dann mach es das nächste Mal doch aus, wenn es dir nicht gefällt. Diese Person hat darauf geantwortet, ich weiß nicht, ob es ein er oder sie ist, @Lisanne Klinkert. Du musst doch selber zustimmen, dass es der größte Müll ist. Lisanne hat geantwortet, das würde ich so nicht sagen. Manchen gefällt es, manchen eben nicht. Wenn es dir nicht gefällt, dann kannst du gerne gehen. Diese Person hat wieder geantwortet, ich darf doch wohl noch meine Meinung sagen, also warum soll ich gehen? Geh du doch. Chillig, also ich verstehe, manche Menschen verstehe ich einfach nicht. Daraufhin hat Lisanne wieder geantwortet, natürlich darfst du deine Meinung sagen. Du solltest vielleicht nur darauf achten, was respektlos und was respektvoll ist. Andreas Pilke hat wieder geschrieben, du kannst natürlich viel besser kritisieren. Und Rote Zora hat geschrieben, an konstruktiver Kritik ist nichts auszusetzen. Aber zu sagen, dass es schrecklich anzuhören ist, ist meiner Meinung nach etwas respektlos, unangebracht und absolut nicht nötig. Es ist in Ordnung, dass es dir nicht gefällt und du kannst es auch äußern, aber es wäre schön, wenn du es beim nächsten Mal respektvoller machen würdest. Den Worten kann ich mich nur anschließen. Also man sollte nicht sagen, dass irgendwas schrecklich ist, sondern einfach nur sagen, mir gefällt es nicht, irgendwie passt es nicht so ganz. Die Interpretation von dem Lied. Trommelwirbel. Oh. Und. Nee, ich mach's anders.
Ja, und für diese tolle Performance und um den Hate ein bisschen abzufedern gegen Lisann, gewinnt sie in diesem Jahr das silberne Rentier. Herzlichen Glückwunsch, ja, silbernes Rentier hier gehört nicht dir, weil es ist ein Wanderpokal und ich habe dafür Geld ausgegeben. Eigentlich bist du der Hauptgewinn, weil das hat am meisten gekostet. Ja. Gut, gehen wir weiter. Damit kommen wir auch schon zum nächsten Video. Colin Koch Nummer 6, Chili con Carne. Das Video hat 25 Aufrufe, 5 mag ich Bewertungen, das sind 100% positive Bewertungen und 3 Kommentare. Diese Kommentare sind von schnelle leckere Rezepte. Sah wirklich lecker aus. Hoffe, den Großeltern hat es geschmeckt. Ja, hat es auch. Also, ich muss mich jetzt so erinnern, es war ja schon 1,5 Jahre her jetzt. Ja, aber hat es, glaube ich, eigentlich. Oh lol, ich sehe, ich kann da so automatische Sachen einfügen, wie ich hoffe auch. So ein lecker Smiley und so ein Dankeschön. Okay, YouTube ist irgendwie komisch in manchen Dingen. Andreas Pekel, sehr lecker. Wann kochst du für mich? Ja, kann ich machen. Das wird dann so ein Collab-Video wie mit Frau Ulberg und so. Dazu kommen wir nachher noch zu dem Video. Und wieder Andreas Pekel, lecker. Bring mal bitte vorbei das Essen oder komm zu mir und wir machen was Leckeres zu essen. Also irgendwie, das sind fast identische Kommentare, oder? ja, es ist auch dieselbe Person. So, danach war ich, das war mein letzter Urlaub, bevor ich angefangen habe zu arbeiten. Also ich habe dann Montag angefangen zu arbeiten in meiner Ausbildung und, sag mal, sind die Kerzen noch an? Ja. Ich habe dann halt Montag angefangen zu arbeiten in meiner Ausbildung und wir sind halt Freitag, Samstag, Sonntag da hingefahren zum Weltvogelpark Walsrode mit dem Schuhschnabel. Dieses Video, also Ann mag halt Vögel und deswegen sind wir da hingefahren, weil sie will den Schuhschnabel sehen, wollte den Schuhschnabel sehen und will ihn bestimmt immer noch sehen. Das Video hat 68 Aufrufe, 0 Kommentare, 6 mag ich Bewertungen, das sind 85,7% positive Bewertungen. Weiter zum nächsten Video. Colin kocht Nummer 7 Möhreneintopf und ich muss ehrlich zugeben, das Thumbnail sieht schon nicht ganz so geil aus. Aber ich hatte kein anderes, schöneres Bild irgendwie gefunden davon und ja, tut mir leid. Jedenfalls hat das Video 21 Aufrufe, 0 Kommentare und 2 mag ich Bewertungen, 0 mag ich nicht Bewertungen. Jo. Nächstes Video, Colin kocht Nummer 8, Nudeln selber machen. Dieses Video hat 28 Aufrufe, 0 Kommentare, 4 mag ich Bewertungen, 0 mag ich nicht Bewertungen. Geht's weiter zum nächsten Video, Colin kocht Nummer 9, Königsberger Klopse. Das war auch bei meinen Großeltern. Und das Video hat 24 Aufrufe, 0 Kommentare, 4 mag ich Bewertungen, 0 mag ich nicht Bewertungen. Langsam wird's langweilig, oder? Kommen wir zu was Neuerem, Spannenderem. Neues von Opa Horsi gab's wieder was. Unter der Rubrik Neues von Opa Horsi lasse ich so Urlaubsvlogs von Horsi auf meinem Kanal laufen. Also ich schneide die dann auch noch zusammen. Ich kriege halt nur Aufnahmen von ihm. Und dieses Video hat 54 Aufrufe, 0 Kommentare, 3 mag ich Bewertungen. 100% positiv. Jo, ich fand die Aufnahmen da drin waren eigentlich echt geil sogar gewesen. Sogar geiler als bei der nächsten Folge Neues von Opa Horsti. Danach gab es das Video von mir, Colin Beckt Nummer 13, Pizza selber machen. Ja, ich habe halt Pizza selber gemacht, weil ich noch Nullermehl, also so Nullmehl, keine Ahnung wie, Nullermehl halt aus Italien von meinem Vater übrig hatte. Und deswegen habe ich dann Pizza selber gebacken.
Ich hatte nichts zum Ausrollen. Man sieht's an der Pizza. Ja, dieses Video hat 26 Aufrufe, 0 Kommentare, 4 markige Bewertungen, 100% positiv. Jetzt kommen wir zu einem Video, was wieder sehr, sehr gut performt hat. Und zwar Neues von Oberhorsi, Norwegen 2021. Dieses Video hat nämlich stolze 323 Aufrufe, hat 0 Kommentare, 6 markige Bewertungen, das sind 85,7% positive Bewertungen. Jo, das ist eigentlich solide für einen kurzen Urlaubsdoc von 1 Minute 56 Sekunden. Danach habe ich ein Video hochgeladen, Colin Tested Nummer 10 M-Audio Ubermic. Ja, ich habe halt ein Mikrofon getestet, was ich von meinem Vater zur Ausbildung bekommen habe. Das kam aber so spät erst an. Vielleicht hat er es auch einfach nur spät bestellt. Man weiß es nicht. Und ich muss ehrlich dazu sagen, ich habe vor 1-2 Stunden erfahren, dass ein Kollege bei einer anderen Firma genau dasselbe Mikrofon verwendet. Jo, mit dem Typen arbeite ich übrigens auch zusammen. Ich werde jetzt hier keine Werbung machen für den, aber falls er das sieht, der kann ja gerne mal unten in die Videobeschreibung kommentieren, dass er das war. Falls das irgendjemand anders kommentiert, ich lösche den Kommentar. Genau, dieses Video hat 32 Aufrufe, 0 Kommentare, 5 markige Bewertungen. Das sind 83,3% positiv. Weiter geht's. Ich bin müde. Weiter geht's. Und dann auch schon mit dem ersten Advents-Special. Und zwar Colin Beck Nummer 14, Grießplätzchen, erstes Advents-Special. In diesem Video habe ich zusammen mit meiner Oma, wo ich übrigens übermorgen hinfahre, ja, am Mittwoch, heute ist Montag, noch Montag, gleich ist auch schon, ja gut, 23:20, ja, in 40 Minuten ist auch schon Dienstag und ich muss um 6 aufstehen. Ah. Ja, ich bin dieses Jahr spät dran mit dem Video. Ich habe da in diesem Video mit meiner Oma zusammen Grießplätzchen gebacken. Und das hat uns Spaß gemacht, den Zuschauern anscheinend nicht so. 12 Aufrufe, 0 Kommentare, 3 markige Bewertungen. Danke dafür, aber meine Oma war das erste Mal in einem Video dabei, nicht zu sehen. Also die Hände schon so, aber nicht immer im Kopf. Falls doch, habe ich einfach nur reingeschissen beim Schneiden. Beim nächsten Video habe ich dann am 2. Advent für Frau Ulberg Weihnachtslasagne gebacken. Es war eine ganz normale Lasagne, aber wir hatten es halt so untereinander unter dem Titel Weihnachtslasagne gehabt. Und deswegen Weihnachtslasagne. Das Video mit Frau Ulbeck hat 19 Aufrufe, 0 Kommentare, 2 markige Bewertungen und 66,7% positiv, heißt eine markige Nichtbewertung. Tja, Frau Ulberg ist einfach nicht beliebt. Sonst hätte die mehr Aufrufe und keine mag ich nicht Bewertung. Danach ging es weiter mit Colin Beck Nummer 16 Vanillekipfel nach Omas Rezept, weil ich habe es mit meiner Oma da zusammen gemacht, die immer die Meisterin in Vanillekipfel war. Die hat irgendwie jedes Jahr Vanillekipfel gebacken und bei ihr war es halt immer geil. Und ja. Ja, und für diese tolle Darbietung zum zweiten Mal auf meinem Kanal, dann schon von meiner Oma, und für diese leckeren Vanillekipfel, die sie mit mir gebacken hat, die waren halt wirklich geil, da haben auch Leute auf meiner Arbeit gesagt, ich habe ein paar mit auf Arbeit genommen, gewinnt meine Oma, ja, es muss ja irgendwie in der Familie bleiben, gewinnt meine Oma den Trommelwirbel goldenen Tannenbaum dieses Jahr. Ja, herzlichen Glückwunsch an meine Oma, die den gewonnen hat. Viel Spaß damit. Kriegst du nur nicht nach Hause, weil es meiner. Das Video hat aber nur 23 Aufrufe, 0 Kommentare und 3 markige Bewertungen. 100% positiv. Ist auch nicht so lange her, dass es hochgeladen wurde. Also man könnte eigentlich sagen, also es ist 8 Tage her. Man kann eigentlich sagen, dass die Aufrufe hier von den Advents-Specialen eigentlich nicht so wirklich zählen können, weil
die immer noch sehr jung sind. Genauso wie beim nächsten Video, was gerade mal einen Tag alt ist. und zwar Colin Becht Nummer 17, Exendorf / Grinchdorf, viertes Advents-Special. Da habe ich zusammen mit Ann ein Exendorf gebacken. Ich glaube, ihr versteht warum, weil sie ist Französin, Französinnen können kein H aussprechen. Das habe ich letztes Jahr schon im Video durchgekaut und dadurch ist halt dieser Joke entstanden, Exendorf oder Exen aus. Jedenfalls 13 Aufrufe, 0 Kommentare, 3 mag ich Bewertungen. Jo, solide für einen Tag alt eigentlich. Mal sehen, wie das noch weiter performt. Ich hoffe gut. Ja, und das war es eigentlich auch schon soweit von meinen Videos hier auf diesem Kanal für dieses Jahr. Ja, ihr könnt auch gerne wieder, wie auch letztes Jahr und so, in die Kommentare reinschreiben, was ich beim nächsten Mal machen soll. Und also, was für ein Video, was ihr mal gerne sehen wollt, was ich irgendwie mache. Ihr könnt mir auch gerne Rezeptvorschläge in die Kommentare schreiben, die ich mal kochen, backen, was auch immer da alles geht, machen soll. Jo. Und dann sehen wir uns im nächsten Video im neuen Jahr. Termin vom nächsten Video habe ich noch nicht im Kopf. Ja, wir sehen uns dann im nächsten Jahr wieder zu einem neuen Video. Ich weiß immer noch nicht, was ich genau machen werde, aber wir sehen uns im nächsten Jahr wieder. Also kommentiert Kommentare, liked dieses Video und liked auch meine anderen Videos, wenn ihr Bock dazu habt, weil ich brauche da ein paar Likes. Ja, bringen mir nur nicht viel, ich werde eh nicht monetarisiert. Aber gönnt mir die Aufrufe. Ja, und wir sehen uns dann im nächsten Jahr wieder. Und bis dahin, tschüss.